So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Savage Scooters. Ihr seht, ich bin im Auto. Das heißt, es ist kein Dyno Day, es ist kein Prüfstand, es ist nichts der Art, sondern ich fahre zum Scooter Center. Und heute soll ein besonderes Video sein, nämlich ein Interview mit dem Geschäftsführer vom Scooter Center, dem Ulf Schröder. So, da freue ich mich tatsächlich schon sehr lange drauf. Wir hatten so ein Video schon mal gemacht. Leider hat aus irgendeinem Grund das Funkmikrofon nicht gearbeitet, sodass ich 2 Stunden Videomaterial hatte, was ich nicht benutzen konnte. War natürlich oberscheiße, aber nun gut, jetzt holen wir das nach. Deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zum Scooter Center und ja, werden dem Ulf mal ein paar Fragen stellen, werden uns mal ein bisschen unterhalten über ja, die allgemeine Situation, Scooter Center, Rollerwelt, was gibt es an neuen Teilen, was ist los in der Szene im Moment. Also ja, wird ein, hoffe ich, sehr interessantes Gespräch. Hat so ein bisschen, hoffe ich, was von dem Charakter des Gesprächs, wie ich es mit Markus hatte. Wir schauen mal, wie es läuft. Also, viel Spaß bei dem Video. So, wie ihr seht, sind wir angekommen am Scooter Center. So, jetzt muss ich nur irgendwie gucken, dass ich dem Ulf noch Bescheid sage, dass wir da sind. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja? Gehen wir mal rein, komm. Auch wieder. Hallo zusammen. Hi. So, dann holen wir uns erstmal den Ulf ran, bevor es ja weitergeht. Also bis gleich. Also, ich habe den Ulf gefunden. Wir stehen schon im Lager. Aber ich bin ein bisschen erschüttert, weil das, was wir eigentlich vorhaben, hast du gesagt, das machen wir nicht. Also nee. Interview gibt es heute nicht, weil... Nee, keine Zeit, Betriebsprüfung. Ja, aber du hast mir aber gesagt, es ist was ganz anderes passiert heute. Zufälligerweise. Wir haben so das ein oder andere Fahrzeug bekommen heute. Und das ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant, weil da kann man schöne Custom-Roller draus bauen. Das bist du ja, Mr. Custom. Also, wir nicht, wir nicht. Wir haben heute abgeschlossen mit dem Bau. Okay, also lass mich mal kurz revisieren. Also das, was wir machen wollen, machen wir nicht. Das Interview machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Warum? Weil du hast einen ganzen LKW voller Roller gekriegt. Ja. Okay. Also Roller, Freizeitbeschäftigung würde ich das mal nennen. Ja, ist ja optimal. Es ist alles dabei. Es ist alles von optimal. Schön bis... desaströs. Okay, also dann machen wir heute mal ein anderes Video als das, was wir geplant haben. Dann machen wir das, was wir geplant haben, zum anderen Zeitpunkt. Dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, was du für uns hast. Dann gehen wir jetzt einfach mal mit. Wir müssen gucken, wo sie stehen, weil wir haben ja Platzprobleme, wir werden sie finden. Okay, also dann, horrido. ganzer Container? Aufmachen? Ja. Nee, lass laufen. Ja, weißt das ja, ne? Gibt es keine Fahrzeuge, verkaufen wir keine Ersatzteile. Also was muss das Scooter Center machen? Fahrzeuge in den Markt bringen. So, und Fahrzeuge in den Markt bringen aus Italien haben wir ja früher gemacht, so hat der Oliver ja angefangen. Und du kriegst es ja nicht mehr bezahlt. Also A, der Stress nach Italien runterzufahren, wir haben ja immer die 1000 Kilometer runter leider als Anfahrt. Und die sind zu teuer geworden. Und hier durch Deutschland zu fahren und bei eBay Sachen aufzukaufen, bringt es auch nicht. Unsere Japan-Connection, wo wir echt schöne ET3s und V50 bekommen haben, ist leider versiegt. Apropos Japan, du hast vorne noch eine Rundlenker stehen aus Japan, ne? Genau. Die hatte ich mir für meine Tochter gekauft, aber irgendwie konnte ich die nicht so richtig motivieren, deswegen gebe ich die jetzt auch wieder ab. Aber die ist richtig gut, ne? Ja, man muss ein bisschen was machen, aber ist halt eine schöne japanische OLAG, grün Metallic, Papiere sind dabei, 2,5 für einen Blechlenker, also Rundlenker, Blechnase, denke ich mal, ist ein fairer Preis. Also wäre eine V50? V50S, genau. V50S mit Rundlenker? Mit 50 km/h Zulassung. Ja, also genau, wer also Interesse hat, kann sich bei dir melden. Genau, muss man ein bisschen Liebe reinstecken, aber easy, ich denke mal, Wochenende, Kiste Bier, keine Kaffee, ist man durch. Okay, komm, wir gehen mal gucken. Die anderen brauchen ein bisschen mehr Liebe, aber guck mal hier. Tobi und der, die holen sich schon die Schnäppchen raus, sage ich mal, ja? Da muss man auch drüber reden. Wie gesagt, ja, man muss ein bisschen Liebe mitbringen. Ne? Vielleicht auch mal das eine oder andere Schweißgerät, dass man das Nummernschild wieder so ein bisschen verlängern könnte. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt einfach, unsere Idee war, komm, wir kaufen die Kisten. Wir haben natürlich nur gute Ola-Kisten bestellt. Natürlich kriegen wir gute Ola-Kisten, wurde uns versichert. Ja? Die Problematik ist immer, was ist gut und was ist Ola? Da gibt es natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ja, da ist halt... Wir haben blind gekauft, wir haben blind geliefert bekommen und jetzt müssen wir da durch. Aber ich denke mal... Über was für Modelle reden wir denn? Da müssen wir jetzt wirklich mal... Lass uns mal rübergehen. Komm, wir gucken mal. Wir haben dabei schöne Sprint Veloce, praktisch ganz normale mit Rundlenker, 150 Sprint. Warte kurz. Sprint Veloce. Sprint Veloce, ganz genau. Die Pakistanis haben meistens immer Sattelkissen drauf oder 2 Einzelsättel. Ist jetzt nicht so unser deutscher Geschmack, aber ist ja easy ausgetauscht. Aber wie gesagt, es sind sehr, sehr viele, ich sag mal, Ola-Kisten auch dabei, wo du mittlerweile ja, denke ich mal,
Die richtigen Leute polieren die Dinger auf, 2000er Schmirgelpapier und wieder schleifen. Man kriegt sie teilweise wieder hin, aber wie gesagt, wir verkaufen die Dinger, damit die Leute Spaß wieder dran haben und sagen, komm, ich kaufe mir mal wieder ein Projekt, ein 1000er, nehme ich das Ding mit. Ja, ist alles inklusive, ne? Ich habe keine Ahnung, wir wissen nicht, ob die Motoren drehen oder sonst irgendwie was das Gute ist. Wir haben für alle pakistanische Papiere, alle sind offiziell in Deutschland verzollt worden. Das heißt, wir haben die deutschen Verzollungspapiere dabei und wir haben, also praktisch alle werden mit Mehrwertsteuer verkauft. Das heißt, ordentliche Rechnung vom Scooter Center, alles easy, also TÜV-Zulassung dürfte kein Problem sein. Das heißt, du brauchst ja dann, du musst neue Papiere beantragen, typisieren lassen. Genau. 21er-Abnahme ist sowieso klar. Ganz genau. Das Schöne ist, es sind halt ganz normale Piaggio-Modelle, also keine LML oder sonst irgendwas, sondern alles originale Piaggio made in Italy. Bei den VBBs bin ich nicht ganz sicher, weil Piaggio ja damals auch eine Fabrik hatte in Pakistan. Die haben selbst produziert. Deswegen sind diese Blaufarbtöner eigentlich immer sehr interessant. Das zum Beispiel ist eine Vespa 150 Super. Das ist auch ein 8 Zoll mit einer Sprintkarosse. Ne? Eigentlich auch immer eine witzige Sache. Da ist halt, tja, muss man halt gucken, ne? Was so unter den Matten drunter ist oder sonst irgendwie was. Das ist jetzt auch so ein... Ja gut, okay, aber... Kevin, weißt du, wenn du jetzt so ein Ding, sag ich mal, für einen 1000er kriegst, so, was machst du da großartig falsch? Die zerlegst du, die sandstrahlst du und lässt dir ein bisschen Zeit dabei. Also ganz ehrlich, du kriegst für mehr Geld zum Teil in Deutschland größere Scheiße. Genau. So. Muss man und einfach mal so sagen. Ist, also für uns war das Anliegen eigentlich jetzt einfach Fahrzeuge in den Markt zu bringen, wo die Leute auch wieder Ersatzteile bei uns kaufen oder wo auch immer, natürlich bevorzugt bei uns. Jeder, der einen Roller kauft, kriegt 10% Rabatt praktisch auf seinem Kundenkonto eingerichtet. Ist auch eine super Sache. Jeder, der einen Roller bei euch kauft? Kriegt 10% Rabatt praktisch auf sein Kundenkonto, auf Lebenszeit eingerichtet und kauft dann praktisch alle Ersatzteile, die er für die Restaurierung braucht oder für den nächsten Roller oder was auch immer. Ja, aber das ist ja, Moment mal, das ist nicht so schnell. Das ist aber doch ein Riesendeal. Wenn du auf Lebenszeit 10% gibst, wenn du einen Roller bei dir kaufst, da bist du ja spätestens 5 Jahre mit der Teile raus. Je nachdem, wie viel du konsumierst, genau. Ne? Aber das ist halt einfach, es soll mal wieder ein bisschen Spaß machen, am Roller zu basteln und nicht irgendwie 4.000, 5.000 Euro bezahlen zu müssen. Wie gesagt, wir müssen die nicht schönreden. Die sind, wie sie sind. Ne? Aber letztendlich, wenn du dir überlegst, was du mittlerweile bei eBay bezahlst für einen Lenker, teilweise 200 Euro oder so affige Preise, für einen Nachbaulenker teilweise auch. Und das ist halt schon Piaggio und man kann mit Liebe was machen. Wenn die Pakistan überlebt haben. Ja, denke ich auch. Ne? Das ist, wie gesagt, das... Schöne Sprints, die Bleche sind meistens wirklich erstaunlicherweise noch gut, aber wir haben eine, da siehst du mal, was nicht gut bedeutet. War natürlich auch guter O-Lack. Giovanni hat sie gefunden, lass uns da mal gucken gehen. Das ist. Das Schlimme ist ja, die Roller haben ihren Preis gehabt, der war völlig fair in Pakistan, ja. Der Transport von Pakistan, weil die werden ja auch in Pakistan, das ist ja ein relativ großes, staubiges, trockenes Land, werden die ja in Karachi, in Lahore, Islamabad oder wo auch immer zusammengesucht, weil auch da sind natürlich seit, keine Ahnung, 20 Jahren Roller gekauft worden in Pakistan. Die kamen nach Italien, die sind nach Vietnam gegangen zum Restaurieren teilweise, nach Indonesien gegangen zum Restaurieren. Da ist auch nicht mehr so, dass da an jeder Ecke eine Sprint rumsteht oder wie auch immer. Das heißt, selbst die Pakistanis tragen die aus ganz Pakistan zusammen. Die werden hinten nur auf den LKW draufgeschmissen und werden dann gesammelt zentral. Dann gehen die in den Container rein. Also die kamen heute Morgen alle, kann ich dir doch Bilder schicken, in Stahlgestelle eingeschweißt. Das habe ich, ja. Das hast du gesagt. So sind die transportiert worden und der Transport letztendlich dieser Roller von Pakistan innerhalb von Pakistans zum Container zum Seehafen nach Hamburg, von Hamburg, das war Stückgut, das waren 40 Fuß Container für 2 Kunden, also wir haben welche gekauft und noch irgendjemand war so verrückt. Und das heißt, wir haben, glaube ich, 23 oder 24, der hat 23 oder 24 bekommen. Wir mussten haben die alle diese gelben, die Zettel drauf, weil die alle erstmal sortiert werden mussten. Ja. Und dann kam der LKW hier hin und der Transport war genauso teuer wie die Fahrzeuge. Also völlig irre. Aber du kannst ja gerade froh sein, dass du die jetzt erst gekriegt hast. Wenn du die vor 2 Jahren gekriegt hättest, wo der Seekontainer 9.000, 11.000 Dollar gekostet hat, dann hättest du ja Geld hinterhergeschmissen. Genau. Also ich habe die gekauft damals. Das war zweites Corona-Jahr. Ich war im Urlaub in der Toskana. 21. Moment, wir haben 4. Du hast 21 gekauft. 21. Das ging ja relativ schnell. Ging relativ schnell. So, und wie das so ist, bist im Urlaub irgendwie, hast keine Lust irgendwie zu lesen oder was, daddelst blöd im Handy rum, Facebook, bla bla bla. Anzeige, Original Piaggio Roller. Wahrscheinlich hat jeder diese Anzeige schon mal gesehen bei Facebook mit irgendwie blauen und Sprints. Ja. Genau, der Typ war das. So, ich den einfach angeschrieben, habe ich gedacht, so komm, weil der Pakistani, mit dem wir vorher gehandelt hat, der, wo wir schon mal die Fahrzeuge bekommen haben, war Schrott alles. Und habe ich gedacht, so, vielleicht hast du diesmal Glück. So, den kontaktiert, er sofort zurückgeschrieben, ja, kein Problem, gute Ola-Kisten haben wir können auch restaurieren, die übliche Geschichte. Ja, lass mal, dann schick die bla, mal Ola. Bla. So. Da hat er mir Referenztelefonnummern geschickt von Leuten, die bei ihm gekauft haben, mit denen habe ich telefoniert, die waren alle total zufrieden.
Ich weiß nicht, was wir bekommen da haben dafür, dass er total zufrieden war. Ja, aber es kann nicht gewesen sein. Der hat mir tolle Bilder geschickt von 200er Rallys, die er restauriert hatte und so weiter. Ja. Und manchmal ist es ja so, die hatten alle schon gelbe Plastikscheinwerfer von Bosatta. Ja, und manchmal willst du das nicht sehen. Du riechst schon, dass du beschissen wirst, aber du willst es nicht, weil die Story ist eigentlich zu geil. Ja, und hast gesagt, komm, 24 Roller an Container, da haben wir wieder was und haben was zu erzählen und können was machen und so weiter. Und machst du. So, dann der Typ sofort, ja, musste Anzahlung, weil alle Welt sucht Roller, Corona und ne, alle haben Zeit. Ja. Ich dachte, alles klar, komm, schicke ich dir Kohle rüber, Anzahlung rüber geschickt. Und ab dann begann ein Nerventerror, weil der natürlich mir mit Transport verkauft hatte. Und der hatte aber keine Ahnung, dass damals die Container 12.000 Euro gekostet haben. So, und da konnte der nicht liefern, weil er natürlich gesagt hat, Alter, ich mache ja mein ganzes Geld kaputt, wenn ich 12.000 Euro für einen Container bezahle. Und hat mich hingehalten, ich habe den beschimpft, ich habe gesagt, du kommst nie ins Paradies und vergisst das alles. Und ich habe gedacht, ich bin verarscht worden, ja, und das war echt haarsträubende Geschichte und immer wieder er mich beschimpft, ich ihn beschimpft, ich ihm Betrug unterstellt und gesagt so, denk dran, Allah sieht dich und das nimmt kein gutes Ende und er hat immer gesagt, ich soll ihn nicht beschimpfen, die Roller kämen. Ich habe daran nicht mehr geglaubt, ich habe gedacht, das ist Lehrgeld und ist nach dann drei halt Jahren so, denkst du auch nicht mehr dran, so. Ne? Und dann plötzlich schickte er mir, weil ich auch gesagt habe, schick mir eine Liste von den Fragestellungen, schick mir Papiere, ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Bilder gesehen von den Rollern, ich habe gar nichts gesehen. Nur sein Zugeständnis, du kriegst gute Ola-Kisten. Ja, und dann letztendlich irgendwann schickte er mir ja so ein Bild of Lady und sagte, die Roller sind unterwegs. Und ich so, ja, der lügt nicht an, der hat die gefälscht oder sonst irgendwie was. Ja, und dann ging das hin und her und letztendlich ging es dann relativ schnell. Im November kam die Ansage. Und, du hattest die dann auch schon vor drei Jahren bezahlt? Ja, ja, klar. Die sind bei uns als schwimmende Ware, wird sowas gebucht, als Anzahlung und Ware noch nicht da. Seit drei Jahren fragt die Buchhaltung mich, glaubst du, da könnte noch was oder... das deutsche Finanzamt sagt. Nee, die sind ja noch, das ist alles kein Problem. So, und auf jeden Fall, ja, heute wurden die Dinger geliefert und wir haben abgeladen und haben nur gedacht so, alter Verwalter. Wenn du jetzt hier guckst zum Beispiel, eigentlich schöner Trapezlenker, ne, wunderbar, bloß Tunnel, leicht porös, ja. Da ist er natürlich dann Kacke. Ne? Da musst du wirklich sagen, okay, was machst du jetzt damit? Ne? Schweißt du da noch was rein oder sonst irgendwas? Dann müssen wir jetzt irgendwie eine Mischkalkulation finden. Ja? Wir müssen also jetzt irgendwie das so machen, dass wir die Roller sagen, ein paar schöne, ne? Wenn du jetzt hier die guckst zum Beispiel, würde ich sagen, Trapezlenker, Sprint, schöner Olak. Ja? Also da ist ja selbst der Glanz im Metallic ist noch drin. Ja. Das Beinschild unverbeult fast. Ja? Also da, ne, da könntest du jetzt sagen, die ist wieder eine richtig geile Kiste. Ja. Da musst du halt ein bisschen mehr mitnehmen. Und die ganzen Baustellen hier, ja, die gehen halt billig weg, ja, da müssen halt irgendwie, was weiß ich. Du kannst also jetzt noch gar keinen Preis sagen. Nein, wahrscheinlich. Wir müssen Mischkalkulationen machen. Ich kriege jetzt die Transportkosten, die finalen, dann rechnen und dividieren wir das durch 23, da wissen wir den Durchschnittspreis, da hauen wir bei dem, wenn wir jetzt sagen, da, ich sage immer, Durchschnittspreis sind 1200 Euro, da sagen wir, kriegst du für die nicht, musst du da 300 runternehmen, bei dem anderen 300 drauf. So, und das Zeug muss, du siehst ja, wo wir uns hier bewegen, hier kommt normalerweise klack, klack, klack die Ware rein, du warst selber schon mal hier als Container kommen, das muss jetzt weg, ja, also das muss weg, schnell. Und wir haben es das letzte Mal gemacht, da haben wir, glaube ich, gesagt, Freitag 15 Uhr kann jeder kommen und ich glaube, wir waren Samstag leer. So, das kommt eben beim Preis, auf den Preis drauf an. Ja, ja, klar. Und wir können jetzt mal gucken. Aber allein, wenn du die Ersatzteile mit 10% kaufst bei dir, da sparst du ja bei den Ersatzteilen auch schon, wenn du für 2.000 Euro Teile kaufst, hast du schon 200 Euro gespart. Genau. Das ist ja schon mal eine Riesenansage. Ja. Und vor allen Dingen dann auch noch, das ist aber ein Megadeal für auf Lebenszeit. Ja. Ja, wir wollten es zuerst beschränken für den einen Roller, aber das geht nicht. Und ich weiß das selber, du kaufst den Roller, fängst an, Sonne kommt raus, ne, ja, tausend andere Baustellen und irgendwann machst du mal weiter. Das hier ist dann, die müssen wir quer finanzieren. Warum? Du kannst jetzt mal schauen. Wir müssen mal aufpassen, dass uns nichts entgegenkommt, weil wir haben so ein bisschen Angst vor den... Ach, guck mal hier. Oh, da kannst du wunderbar, wenn du da mal schaust, fragst du dich, warum habt ihr uns die geschickt? Was sollen wir damit? Das Ding ist Kernschrott. Ja gut, der Lenker, also du kannst noch ein paar Teile abbauen. Ein paar Teile abbauen, kannst hoffen, dass der Motor dreht. Und ansonsten... Aber es gibt doch Reparaturbleche. Es gibt Reparaturbleche, ja. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, damals hatten wir auch die Dinger verkauft. Da war einer im GSF. Da gibt es im GSF eine richtig, richtig geile Geschichte. Pakistan-Vespa nennt die sich, glaube ich, so ein Topic. Da hat einer, ein Kunde von uns, hat so eine Kiste gekauft, genauso beschissener Zustand, hat die gestrahlt, dann wird es ja meistens noch viel schlimmer, wenn wir nicht im Urlaub sind. Und hat dann wirklich gnadenlos, der war so tiefenentspannt, hat dann gnadenlos gesagt, joa, habe ich mal dicke Scheiße gekauft, aber ich habe ja noch eine PX-Karosse. Und hat dann praktisch aus einer PX und so einem Scheißding einen so geilen Roller gemacht. Also den wirklich komplett zerlegt,
getrennt, zusammengeschweißt, den ganzen Tunnel durch, das Rahmenrohr, alles zusammengeschweißt, dann alles neu lackiert und dann alles wieder runtergeschliffen. Der hat sich das Patina, wie heute, sagen wir mal, nachvollziehbar bei einer Lampe unten oder bei einer Sprint oder sonst irgendwas, was schön, aber damals hat es halt noch keiner gemacht, vor 10 Jahren unbedingt, und hat das Ding komplett runtergeschliffen und technisch allererste Sahne. Aber jetzt pass auf, und das ist auch vielleicht für euch interessant. Ich habe einen Rahmen gesucht. Einen Rahmen mit Nummer zugelassen Deutschland, Papiere dazu. Hat er zum Beispiel auch. Ja, pass auf. Ich habe nur das gesucht, um die Spouser jetzt zu bauen. Ja? Da habe ich nur dafür 500 Euro bezahlt. Der Rahmen war tot. Tot. Ja. Also nicht nur ein bisschen tot, sondern toter als tot. 500 Euro, nur weil die Papiere dabei waren. Im Grunde ging es rein um die Papiere, 500 Euro. Also ganz ehrlich... Gut, hier ist ja noch kein deutscher Brief, aber natürlich, klar, wenn du mit dem TÜV sprichst und sagst, hier, Reparaturrahmen, ich habe hier ein Fahrzeug, was durchgerostet ist, kann man natürlich, wenn man mit dem TÜV spricht, auch die Nummer übertragen auf einen anderen Rahmen. Ja, natürlich, so, natürlich. Und dann hast du die ganzen Anbauteile noch. Wie gesagt, möglich ist vieles. Hier zum Beispiel ist wieder, du fragst dich, wo ist der Lenkanschlag hin? Der ist bei der Seite ein bisschen... Da ist keiner mehr. Da ist keiner mehr. Ne? Das muss man halt wieder reparieren, aber auch das wiederum ganz schön. Trapezlenker, ja. Und Trapezlenker, aber mit dem runden Rallye-Tacho. Das aber sind halt auch wieder diese Zwitter-Modelle. Du hast ja PK-Gabel, ne? Wir haben auch PK-Gabeln für Rallye-Sprint, ganz genau. So, das heißt, hier eine PK-Gabel rein, moderne Scheibenbremsanlage drauf. Ja. Wenn du ein bisschen was Leistung reinmachen willst, brauchst du das sowieso, weil das ist zwar, was die Originaloptik angeht, super, aber das Dämpfungs- und Federungsverhalten ist auch nicht so das Geilste. Nee, da kannst du auch mit verstärkter Feder und guten Stoßdämpfern ein bisschen rausholen, aber es ist und bleibt eine Rallye-Sprint-Gabel, klar. Das ist also nicht. Du hast hier überwiegend Sprint. Wo steht der andere Teil der Fahrzeuge? Vorne sind welche und... Ach, das sind noch nicht alle. Nee, da sind wohl noch mehr gehen. Und in der F-Gang auch noch mal 2 Stück. Na komm. Okay. Also hier stehen da noch welche, da ist dann auch ein bisschen Farbenspiel mal dran gekommen. Ja, alles klar. Ja, also auch die sind natürlich wieder, sowas finde ich immer sehr, sehr geil. Also ich mag das, wenn du einfach siehst, dass der Originallack einfach im Laufe der Zeit Patina bekommen hat. Auch eine Sprint. Auch eine Sprint, aber mit rundem Lenker. Mit rundem Lenker, ja. Und wie gesagt, da muss man halt immer hoffen, das ist auch eine Sprint Veloce. Sprich, letztes Modell mit Dreikanalmotor. Die letzten hatten PX-Kurbelwellen drin, da kann man also Glück haben und dass man sogar noch einen schönen PX-Motor im Prinzip in der Kontaktzündung hat, aber auch da eine Wape drauf oder eine Ducati. Guck mal her. Und alles ist gut. Guck mal, ist das geil? Guck mal die Griffe. Echt Elfenbein, ist das geil? Und guck mal den kurzen Bremshebel hier. Ist ja nicht dein Ernst. Warte mal. Aber alles in frisch. Ja, das Farbenspiel in Pakistan ist... Ja, das Farbenspiel ist geil. Die hat ein herzförmiges Bremspedal aus Metallgas. Okay. Ja gut, aber ganz ehrlich, kannst du dich an deinen Scheunenfund erinnern? Ich habe die Lotte, die ich für sie gebaut habe, kam aus der Scheune, habe ich 1500 Euro für eine PX bezahlt, für eine 125er. Am Ende landete ich bei 5200 Euro. Ja. Ne? So, und... Die war als PX ähnlich. Das Schöne ist, wenn du da Liebe reinsteckst und die schön machst, eine Sprint kriegst du im Prinzip in gutem Zustand unter 5 kaum noch. Ne? Und wenn das Geld rentiert sich. Ne? Du kriegst immer das raus, was du wieder reingesteckt hast. Also insofern, das Geld ist nicht weggeschmissen. Das Geld ist tatsächlich... Ich glaube, hier hinten sind auch noch welche. Ja, der Hammer. So, auch da muss man ja ganz ehrlich sagen, viel, viel Dreck drauf, aber eigentlich vom Blech. Wenn du das jetzt zum Blechmann gibst oder zum guten Blechdoktor, der holt dir das Zeug wieder raus, du polierst die, da kriegst du eigentlich einen schönen Patina-Roller halt hin, ne? Ja. Ja gut, hier das Beinschild ist ein bisschen gelitten. Ja, du. Das muss man nicht schönreden. Ne? Nein. Also, nein. Also wer das Heavy used. Ja, wer das kauft, der weiß, was er kriegt, ne? Genau. Aber da steckt halt auch Geschichte drin, ne? Die sind halt irgendwann... einfach zu Tode geritten worden. Ja. Ne? Das Schlimme ist, dass meistens die Tachostände leider nicht mehr ablesbar sind, weil schlicht und einfach Gläser fehlen oder was auch immer. Ja, ich möchte mal wissen, wie viele Tachos da einmal komplett durchgedreht sind. Was haben die Dinger gelaufen? Ja, also, aber du, die Basis ist da, die Papiere sind da, die Fragestellnummer ist da. Die Teile, die wirklich nicht mehr zu kriegen sind,
gibt es eigentlich nicht. Du kriegst ja alles. Du kriegst Seitenhauben, du kriegst einen Kotflügel, die Rahmenbleche kriegst du alle, wenn du irgendwas schweißen musst. Motorteile überhaupt gar kein Thema. Es ist ja kein Ersatzteilmangel, das ist das Schöne. Es gibt ja mittlerweile dann auch viele, die sich halt einfach dann auch die Zeit nehmen und eine PX als Sprint-Conversion Lookalike, ganz genau. So, und da ist der Aufwand mindestens genau der gleiche. Ja, und das Resultat, es ist ja, es, weißt du, das ist so wie Käfer und New Beetle. Ne, das ist, es ist nicht das Gleiche. Das ist, ne, ja. Das ist wirklich, ja, Sprint, was wird die sein? Baujahr 74, irgendwas zwischen 72, 74, wenn es eine Veloce ist. Passt bei vielen Leuten zum Geburtsdatum. Da gibt es ja da auch noch immer diesen Spleen, den manche Leute haben. Ja, ist ja völlig okay. Aber sind halt einfach geile Fahrzeuge. Ne? Sprints, Rallyes, es sind halt immer noch, fährt sich geil, wenn du 1,80, 1,85 bist, perfekte Körpergröße. Die Vespa Super ist schon mal, finde ich, total geil, weil sie so selten ist, ja, mit 8 Zoll und Sprintkarosse und Primavera-Lenker. Ja, einfach mal wieder basteln, einfach mal wieder was Neues machen einfach. Das war so ein bisschen der Ansatz. Also wir standen gerade, bevor du runtergekommen bist, standen wir gerade vorne und meine Frau sagte so, ach guck mal hier, die ist aber schön so. Und habe ich gesagt, setz dich mal drauf hier mit dem Schwingsattel, so, das ist alles so. Ja. Sie findet die toll so. Und dann sagte sie, können wir sowas haben? Ja, können wir sowas haben. Also ich habe in irgendeinem der letzten zwei Videos, keine Ahnung, habe ich tatsächlich gesagt, auch so ein Oldie, aber so VNA, VBB und so, da hätte ich Sprint oder Rallye. Ja. Da hätte ich wirklich Bock drauf. Ja, okay. Kevin. Okay. Wenn nicht du, wer sonst? Ja, ich habe, ist ja nicht so, dass ich nicht gerade heute, just das Video drehen wir tatsächlich gerade an diesem Tag, wo ich die Spouser fertig gemacht habe. Das heißt also, Zeitressourcen wären eigentlich auch wieder verfügbar. Ja. Okay. Und dann kannst du mal zeigen, meine Rechnung, keine Kaffeekiste Bier am Wochenende, ob das hinhaut. Zu zweit auf jeden Fall, denke ich. Schön gedampfstrahlt, ist der halbe Miete, Poliermaschine raus, zerlegen, polieren, zusammenbauen und Motor machst du doch in einer Nacht. Also ganz ehrlich, die alten Blöcke, je nachdem, was du einbaust, brauchst du sowieso andere Teile, ja, Kurbelwelle und so weiter. Ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich halt auf die 125er oder die 80er Blöcke ausschließlich das Conversion Kit fahren. Ne? Ist ja auch mega geil. Ja, das machst ein 210er mal aus, die drauf mit der Adapterplatte, genau. Bumm, das Ding hat 22 PS, läuft. Ja. Da brauchst du dich nicht für anstrengen. Und die alten Blöcke sind halt auch noch von der Qualität richtig gut. Ne? Und es sind halt auch noch italienische Modelle. Ja, also das ist ja echt der Knaller, ey. Das heißt... Ich würde sagen, die ist dir auf dem Leib geschrieben, oder? Ja, die goldene, ja. Die goldene vorne hätte es mir angetan. Oder hätte es uns angetan. Ne? Die goldene vorne. Die welche ist da? Sollen wir nochmal gucken? Ganz vorne. Ganz vorne. Ah, guck mal, da vorne steht vorne welche. Überall stehen hier die Roller rum. Ja. Die ist ja auch schick. Die ist auch schick. Ne? Nichts Blaues mehr. Nichts Blaues mehr. Nein. Nee, blau darf ich jetzt nicht mehr. Okay. Ist aber auch ein schönes Fahrzeug. Ist auch eine super. Ne, das ist im Prinzip immer... Nee, das ist eine normale Sprint, oder? Sprint, ja. Da gehen wir mal vorne, zeig mir mal die goldene, weil Gold bin ich, wie gesagt, etwas überfragt. Aber ganz ehrlich? Ganz ehrlich? Guck mal, das ist schon wieder geil, ne? Ein kleines Löchlein, aber... So, hier unten geht's weit. Ja, da muss man halt ein bisschen Liebe investieren. Ne? Aber ja. Es ist ja alles machbar. Ne? Ich meine, wer kennt heutzutage nicht irgendjemanden, der Karosseriebauer ist oder wie auch immer? Gibt es ja auch zum Glück genug Spezialisten, die sich darauf spezialisiert haben. Das ist nichts Tragisches, das kriegst du hin. Du glaubst gar nicht, an wie viel PX, die ich in den Finger hatte, die Stoßdämpferaufnahme kaputt ist. Ja. Die ist gar nicht durch. Ja. So. Hammer. Und da kommst du jedes Mal ans Schweißen. Ja. Jedes Mal. Und das ist kein tragendes Teil, also insofern scheißegal. Nee, das ist... Lass mal nach vorne gehen, mal gucken, was für eine goldene du meinst. Gold, ich habe gelb gesehen. Vielleicht gelb? Meinst du auch gelb-gold? Ja, irgendwie sowas. Und ansonsten... Ne, zack, zack, Blech drunter geschweißt. Ist ja alles, es gibt ja alles. Das ist ja das Schöne, ne? Das ist ja... Was hast du da noch Backen da liegen? Ja, klar. Ne? Gut, das ist jetzt PX, ne? PX ohne Blinker, aber es ist ja egal. Es ist ja alles da. Es gibt alles und alles wirklich in guter Qualität, muss man auch sagen. Und die Preise, wo liegen die beim Backenparts? Glaube ich, 200 Euro kostet sowas oder 230 Euro irgend sowas. Ne? Da bist du beim Kotflügel, ein Fuffi, da brauchst du nicht mal mehr ausbohlen. Da musst du schon wieder rechnen, lohnt sich das Ausbohlen überhaupt im Vergleich zum neuen Material. Ne? Wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen. Lackspezialisten, die den Lack anpassen, Patina-Papst oder sonst irgendjemand, das kriegen die Lungenjungs perfekt hin. Das wäre übrigens mal eine gute Maßnahme. Könnte ich mal mit dem zum Patina-Papst fahren und mal sagen, hier... Genau, schaff mir mal einen guten Patina aus Pakistan. Ja,
Ja, ich, bei meinem Kopf tickert es gerade schon. Ja, wieder. Ja, ja. Komm, dann lass mal vorne nach der Goldenen gucken. Oh Mann, ich komme hier irgendwie mit zu Projekten. Das ist aber ist egal. Es ist das letzte Mal hast du mich nach einer PK gefragt. Ich habe gedacht, so, da passt nicht zu dir, Small Frame. Deswegen haben wir doch jetzt was gefunden. Ja, denkt hier jemand mal an mich? So. Ja, das ist die Fuffi. Ja, das ist die Fuffi. Das ist eigentlich auch eine schöne Kiste. Die habe ich für meine Tochter mal gekauft. Von jemandem aus München. Ja, hier ist voll. Auf 4760 Kilometer runter, klar, leider aufgeblüht hier. Das kriegst du aber mit Smart Repair relativ gut hin. Aber das Geile, Original-Scheinwerfer, Original-Tacho mit Piaggio-Logo, Original-Rücklicht. Bisschen Flugrost? Ja, bisschen Flugrost, das kriegst du aber im Prinzip auch ganz gut weg. Die Farbe ist natürlich jetzt ungewöhnlich für eine 50S, aber hier und der Original-Aufkleber drauf, Made in Italy, der japanische Importeur, hier ist Made in Italy drauf. Motor dreht, das ist eigentlich ein geiles Fahrzeug. Ne? Gerade wenn du eine Fuffi suchst, was kriegst du heutzutage aus Italien? Du bezahlst dir 3,5 bis 4, ist neu lackiert, braune Sitzbank, Weißbandreifen drauf und unten drunter Kernschrott. Ne? Ja, ja. Und das Ding ist im Werk zusammengebaut worden, 4000 Kilometer und es war noch nie irgendeiner mit seinen illegalen Fingern dran. Ich sag dir ganz ehrlich, dann lieber so. Ja. Bevor du irgendwie Pakistan-Roller die, oder Vietnam-Roller, die restauriert ganz sind, genau. Es gibt ja auch den einen oder auch anderen. Auch die ganzen Italiener. Also wir haben ja diverse Leute auch, wird einfach die Sammlungsauflösung. Ja? Ja, ja. Also ich weiß gar nicht, wie groß deren Sammlung ist. Und die Leute stehen dann hier und sagen ja irgendwie alles, das sah so gut aus und die Farbe hat mir so gut gefallen. Ja. Und letztendlich fängst du wieder bei Null an. Ja? Und das ist das Schlimme eigentlich. Und deswegen auch bei den Pakistan-Kisten, solange die nicht neu lackiert sind, du siehst, was du bekommst. Du siehst jedes Mal kein Spachtel. Dann lieber so. Ne? Dann lieber so. Ja. Und eine Blue Special hast du auch, ne? Ja, das ist jetzt von mir privat aus meiner Sammlung. Das ist eine deutsche MK, was ganz, ganz selten ist. Die wurden ja in Deutschland damals ausgeliefert. Aber du trennst dich von einer. Ja, Kevin, ich habe einfach zu viele. Ja? Also, das ist, ich weiß, ich habe ja immer noch 70, 80 Roller und das ist ja. Ich werde auch nicht jünger, ich habe nur ein Gesäß, was sitzen kann und ich habe davon ein paar gehabt. So, und eine reicht mir, das ist jetzt die letzte noch, die ich abgebe, dann eine. Ich habe dir doch eine mal mitgebracht, die hast du aber noch, ne? Ist das die? Die ist da hinten. Die ist traumhaft. Die ist, genau. Aber hier ist halt das Interessante, du brauchst ja auch, das müsste, glaube ich, so 67, 68er Baujahr sein. Und weil du auch damals schon, du brauchst ja ab 1.1.62 brauchst du ja Blinker. Ja. Haben die damals die Blinker nachgerüstet. Und deswegen hast du halt diese komischen Aufsatzblinker hier und hier oben den Blinkerschalter in Sichtstellung. Obwohl es eine 125er ist und eine 125er gar keine Blinker braucht. Das heißt, du könntest selbst heutzutage eine PX ohne Blinker fahren, solange sie 125 Kubik hat. Ist so eine ganz komische Gesetzeslücke in Deutschland. Aber die hat damals, wurde halt original mit Blinkern ausgeliefert, mit Batterie. Und das ist auch ein schöner Zustand. Ja, nein, so lassen, um Gottes Willen. Das ist sehr deutsche Geschichte, deutsche Lambretta-Geschichte. Der Philipp hat eine, die ist wie neu. Die kenne ich noch und es gibt vielleicht noch, also bekannt so im Lambretta-Club dürften vielleicht noch 3, 4, 5 sein. Das war's. Also deutsche Lambrettas mit Blinkern, super, super selten. Und die Blues, also die Specials sind ja und wie gesagt, traumhafte Farbe, traumhaftes Modell. Sitzbank habe ich die originale blaue noch besorgt im Laufe der Zeit und also auch wieder easy machbar, aber... Glaubst du, dass ich bis heute mich weigere, Lambretta zu fahren, weil ich Angst habe, dass mir das gefällt? Das wird's. Mhm. Der Zocki aus Aachen, der hat sich eine Spanierin geholt, eine Lambretta, und er sagt, du musst die fahren. Ja. Ich sage, das fange ich nicht an. Wenn ich mich da drauf sitze und es gefällt mir, dann habe ich das nächste große Problem. Und Zocki sagt auch, das wird dir gefallen. Das wird dir gefallen, weil der Schwerpunkt ist in der Mitte. Das fährt sich einfach mega geil. Du hast einen ganz, ganz stabilen Rahmen. Das merkst du einfach. Ja. Du kommst von beiden Seiten an den Motor ran. Ja, zum Schrauben viel, viel einfacher. Das Einzige, was dir überhaupt nicht merken wird, Leistung zu finden, ist nicht so leicht wie bei der Vespa. Da ist einfach... die 30, 40 PS, die mittlerweile bei der Vespa normal geworden sind, sind bei der Lambretta noch die Ausnahmeerscheinung. Da musst du richtig, richtig viel zaubern. Aber, und das weiß ich auch nur aus den Geschichten von den Jungs, die gehen halt aber auch weniger kaputt, ne? Oder? Es kommt meist auf den Mechaniker an. Also grundsätzlich, das Material geht eigentlich seltener kaputt. Als dass der, also ohne Mechaniker wird das Material nicht kaputt gehen. Mit Mechaniker, der kriegt es meistens falsch eingebaut oder unglücklich abgestimmt oder wie auch immer. Grundsätzlich, auch bei der Vespa, gut, da gibt es halt einfach konstruktionsmäßig die Kurbelwelle, die hat richtig Fleisch, da kannst du mit dem Hubzapfen arbeiten. Ja. Das kriegst du bei der Vespa, ist das halt einfach alles noch unterdimensionierter. Und Innocenti hat damals eigentlich immer Sicherheitsreserven eingebaut. Also du kannst da wirklich schon einiges machen. Aber das Konstrukt halt, direkt gesaugte Zylinder,
ist halt leistungsmäßig einfach ein bisschen limitiert, weil der Rahmen im Weg ist und alles. Also muss man sagen, also die 40 PS bei einer Lami zu knacken, musst du zaubern. Bei einer Vespa heutzutage. Ja, aber wir wissen ja beide, 25 PS reicht als Dauerläufer. Also in unserem Alter eigentlich 20. Ja, tatsächlich. Ja. Aber die ist halt meiner Frau gerade ins Auge gefallen. Ja. 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 Was sagst du, Fräulein? Mhm. Ist kein OLAG, muss man wissen. Hier sieht es so aus, als wenn hier jemand mal ein Zündschloss nachgerüstet hätte. Das haben die aber alle irgendwie, glaube ich. Ja, ne? Wie gesagt, eben gekommen. Wir haben noch gar nicht großartig geguckt. Wir haben nur versucht, Platz irgendwo zu finden. Man weiß es nicht. Ja, Trittbrett gerissen hier. Das ist alles Pillepalle. Alles Pillepalle. Ein neuer Tacho ist drin und so weiter. Da ist die Basis. Wahrscheinlich ein bisschen Bremsenreiniger, ein Vergaser und das Ding läuft. Ne? Unter Umständen. Aber ich bin ja so ein Kickstarter ist schon PX. Dementsprechend weiß man nicht, was drin ist. Vielleicht ist ein PX-Motor eingesetzt worden. Aber ich sag dir ja, ich bin ja, wenn ich sowas mache, eigentlich auch dann so ein Fan. Ich liebe ja frisch lackierte Roller. Ne? Du bist ja mehr so Patina, ne? Ja, meine Frau, die ist mehr so Patina-Typ. Also ich liebe auch die Rundlenker, also noch viel mehr auch als den Trapez. Ja, Trapezlenker, ja. Ja, ist einfach ein schlimmeres Bild. Ne? Ist großer Roller, großer Lenker, sieht einfach geil aus. Ich finde den Sprintlenker, den schmalen Trapezlenker auch sehr, sehr geil, aber von den Proportionen her muss man sagen, der Runde ist auch schöner. Ja. Und so grün wäre nix, sagst du? Grün wäre nix. Blau, da dürfen wir nicht mehr, blau haben wir jetzt genug. Okay. Die daneben vielleicht noch. Die silberne. Mhm. Ist auch interessant, ist auch yellow. Ja. Ist auch schön, ne? Das ist, würde ich auch sagen, ganz, ganz ehrliches Fahrzeug. Das Silber-Metallic müsste im Prinzip original sein, auch nicht durchgerostet über den Rücklicht. Schau mal, die ist richtig schön. Das ist, würde ich sagen, ein ehrlicher Rost. Hier siehst du, da ist schon mal ausgebeult. Ne? Also ist kein OLAG mehr auf den Backen, oder? Das ist zu beschmachtet. Hier sind auch wirklich 30 Jahre Wüstensand drauf. Ne? Du. Nicht, dass sie gleich noch anspringt. Motor dreht, klingt vernünftig. Ja, musst du eh alles neu machen. Ne? Aber ja, da bockst du auseinander. Das ist auch wieder so geil, ne? Das Zündkabel einfach mal direkt. Ja, das ist so. Die müssen, wenn die in der Wüste stehen, die müssen fahren. Ja. Die müssen fahren. Ne, aber ansonsten, guck mal, das ist da. Hier, nix. Nicht durchgerostet. Nee. Kevin, die ist fast zu gut, die kann ich dir nicht geben. Nein, aber das ist ein geiles Ding. Dann gucken wir mal, ob hier. Gelb oder Silber. Hat kein Tacho. Dann immer die Gelbe. Da brauchen wir keinen Kilometer statt abzunehmen. Was hat die denn Kilometer? Ist bei solchen Mopeds, mir ist das ja grundsätzlich egal. Ey, Tachos gibt es ja als Repro, das ist ja gar kein Thema. Ja. Wobei, es gibt ja auch jemanden, der die repariert, ne? Jawohl, Sukram 70. Top-Qualität. Weil der Tacho, der sieht 11.000 Kilometer, aber der Tacho sieht super aus. Das ist ein Taiwan-Tacho ohne Logo. Aber funktionieren. Kupplung trennt jedenfalls nicht. Jetzt kommt er. Aber das fühlt sich auch gut an. Ist ein Auspuff drunter. Ja. Okay, also dann lass uns jetzt mal für die Leute das nochmal zusammenfassen. Gut, es kommt ja immer anders als man denkt. So. Also. Wir haben 23 Roller aus Pakistan. Ihr habt 23 Roller aus Pakistan. Also, ihr könnt jetzt ab sofort Roller aus Pakistan. Noch nicht. Wir brauchen die deutschen Verzollungspapiere noch, damit wir das verkaufen und die Leute sofort keine Sorgen mehr haben. Dass sie alles in der Hand halten, dass sie das sehen und nicht denken, ja, schickt mir das gut, das hat die Papiere noch. Wir wollen das immer sauber haben. Hier ist der Roller, hier sind die deutschen Papiere, pakistanischen Papiere. Ab jetzt, habt Spaß damit. Jetzt verstehe ich das auch, was ihr auf eurer Facebook-Seite gepostet hatte mit den, da waren ja die lustigsten. Genau, das waren alles die pakistanische Rollerpapiere waren das. Ist ja der Knaller. Teilweise noch mit den Lichtbildern von den Besitzern drin, mit Führerschein und so weiter. Jetzt verstehe ich das. Okay, also wir haben 23 Roller aus Pakistan mit verzollt, mit Mehrwertsteuer, mit allem drunter, mit offizieller Rechnung. Offizielle Rechnung, Mehrwertsteuer, alles dabei. Im Grunde für pakistanische Papiere und den deutschen Verzollungsnachweis, dass der Zoll praktisch offiziell entrichtet. Ich glaube, das ist sogar einfacher, das Ding zuzulassen, als die spanische, die ich aus Spanien mitgebracht habe. Was da gelaufen ist aus Spanien, das Straßenverkehrsamt in Gütersloh und das Straßenverkehrsamt in Aachen. Man soll nicht meinen, dass diese beiden Behörden miteinander reden. In Deutschland beide unter einem Dach sind. Das hat Nerven gekostet, wir mussten Notar und dies und das und das hat einen Rattenschwanz nach sich gezogen. Also ganz ehrlich, dann lieber Pakistan.
Weil das ist eindeutig. Ne? Das ist ein Importfahrzeug, mehr gibt es dafür nicht. Du kommst mit den kompletten Unterlagen dahin und sie können nicht sagen, gehen Sie zum Kollegen, der muss was machen. Ja, ja. Weil Kollege Pakistan wird sie nicht. Typisieren musst du sowieso, 21er musst du sowieso machen. Genau. Das ist alles kein Thema. TÜV. Fahrgestellnummern sind bei den ganzen Sprintmodellen zumindest die gleichen, wie also offizielle Piaggio-Fahrgestellnummern. Ja. Bei den VBB ist es manchmal so, dass die einfach keinen Präfix haben. Aber war bisher auch noch nie ein Problem. Okay, aber dann kriegt man ja zu... Dann ist ja kein Problem, Sprint ist ja typisiert. Du kriegst ja in jeder Datenbank vom TÜV, sind die ja alle hinterlegt. Ja. Jawohl. So, das heißt, wer dann Ersatzteile bei euch kauft, bekommt, wer den Roller kauft, 10%. Richtig. Wir praktisch, wenn er noch kein Kundenkonto bei uns hat, richten wir eins ein. Ja. Kann er online bestellen, die werden die 10% automatisch abgezogen. Ansonsten, wenn er schon Konto hat, hinterlegen wir die 10% und ab dann bestellt er mit 10% online, ganz normal. Egal, ob das eine Schraube ist oder ein Auspuff oder Sitzbank oder sonst was. Ja, geil. Ja, das hilft schon mal ungemein. Ja. So, und ab wann glaubst du, dass die dann verfügbar sind? Wir haben heute Mittwoch, ich denke Montag, Dienstag nächste Woche. Also den 6., 7., ab ungefähr dem 6. sowas, genau. Kann auch sein, dass wir morgen einen riesen Briefumschlag in der Post haben und da sind 24 Verzollungsnachweise drin. Dann können wir sofort loslegen. Bloß wir würden sie halt ganz gerne auspacken aus den Folien. Wir werden sie nicht dampfstrahlen oder sonst irgendwie was. Die sind, wie sie sind. Wir schreiben mit dem Edding den Preis drauf und dann können die Leute rumgehen. Wir wissen nicht, ob die drehen. Das muss man selber machen. Wir wissen auch nicht, wie das unter dem Lack aussieht. Das ist schon irgendwo... Das ist eine Sechser im Lotto oder auch halt ein bisschen... Überraschungskugel. Ne? Genau, Überraschung. Okay, aber wer das kauft, weiß, worauf er sich einlässt. Aber du sagtest ja, die liegen so um 1.000 Euro plus minus. Ja, wir müssen es ein bisschen kalkulieren. Wie gesagt, der Transport war irre teuer, da haben wir uns ein bisschen gewundert. Ja. Also unabhängig von dem Containerkosten, aber einfach die ganze Stückgutentsorgung oder Entladung im Hamburger Hafen plus den Transport hierhin, die wären alle, ich sag erstmal, 1.200 plus minus. So, und die Schrottdinger, die durchgerostet sind, was willst du dafür nehmen? 600, 700 oder sonst irgendwie was. Ne? Da ist der Motor, aber... Und das ist, dafür kostet eine, die richtig gut ist, dann halt 1.500 oder sonst irgendwie was. Ja, okay, aber das ist... Aber das alles unter 2. Definitiv. Ja, gut, okay. Das ist, also selbst eine kaputte Sprint in Deutschland für unter 2, schwierig. Schwierig. Wie sollen die Leute euch am besten kontaktieren? Richtest du eine E-Mail-Adresse ein? Oder wir machen im Prinzip, so wie wir die Papiere haben, dann machen wir die... sagen wir bei Facebook hier, Roller sind jetzt verfügbar mit Papieren, dann stellen wir die Dinger im Prinzip, da holen wir die aus dem Lager, entweder kurz hier rein, stellen die einfach hier hin, oder sagen wir, kommt vorbei, guckt euch die Sachen an von 9 bis 18 Uhr, nehmt mit, wir werden nicht 20 Bilder pro Roller machen, die verschicken und kannst du nochmal von links unten und wie sieht die Spiegelaufnahme, können wir nicht leisten, schaffen wir wenn nicht. Wenn jemand sagt... Wir haben das ist so, da kommen die Leute auf, ich weiß nicht, was die alles fotografiert haben. Ja. Keine Frage. Aber wenn jetzt jemand sagt, hier, ich komme aus München, ich vorbeikomme, ist scheiße, ich kaufe die blind und überweise die 1.000, wer Transport? Transport gibt es, jesusleb.org, ist ein super Typ, so ein Hippie, der fährt immer rum, sammelt Roller ein in ganz Deutschland, holt, bringt, irgendwie kostet, was haben wir das letzte Mal bezahlt, 120, 150 Euro nach Berlin, finde ich bei den heutigen Spritpreisen völlig in Ordnung. Ja. Da passiert auch nichts, der hat zig Matratzen im Auto und der lädt die ein, bringt die da vorbei und wie gesagt, wir fotografieren die, machen Bilder vorne, hinten, rechts, links, oben, unten, aber bitte davon absehen, jetzt nicht sagen, kannst du nochmal in den Kotflügel von innen oder Handschuhfach von innen, das ist irre. Für uns sind das einfach Roller, da verdienen wir nichts dran, die gehen raus, an den Ersatzteilen verdienen wir. Ich denke mal, das ist legitim und wir wollen einfach, dass die Leute wieder Spaß haben, dass dieses Thema Rollerfahren jetzt nicht irgendwie zum Luxus wird oder ne, wir haben alle damit angefangen, was mal war und wo wir gedacht haben, wir können es irgendwie selber, ne? Und nicht, weil wir Hipster sind und dachten, genau cool Vespa fahren. Ne? Und genau deswegen, das soll halt einfach ein erschwingliches Zweidritt-, Viert-, Fünft-Fahrzeug sein, wie bei dir wahrscheinlich Nummer 4, 5, 6. Ja, wir sind, das wäre dann Nummer 7. Ne? Nummer 7, genau. So. Und ich denke mal, beim Taui sagt jeder, komm, das gönne ich mir nochmal. Ich hatte gedacht, wir sehen uns jetzt in der nächsten Zeit nicht mehr so häufig. Ich war, um genau zu sein, ich war in den letzten 2 Wochen fast täglich hier und habe Teile geholt. Ja. Einmal immer nur? Manchmal auch zweimal. Ja, wenn es ganz nötig ist. Und auch bei der Inventur. Und auch bei der Inventur. Da nochmal mein ganz ehrlich. Gerne, kein Problem. Das hätte meinen Zeitplan jetzt wirklich um weitere 3 Tage hinausgezögert. Dann wäre es wirklich eng geworden. Ich bin heute fertig geworden, heute ist Mittwoch. Morgen mache ich nichts und Freitag wird schon verladen. Ja, ne? Cool. Also ich bin wirklich rechtzeitig fertig geworden. Okay, Hesin. Gut. Dann... Gelb oder? Gelb. Komm, wenn dann... Silber. Dann nehme ich gelb. Dann nehmen wir. Ihr könnt überschlafen. Wir gucken, wir sprechen noch. Wir telefonieren und dann sagst du Bescheid.
Ja, das ist ja mal wieder komplett anders gelaufen als geplant. Also geplant war eigentlich, dass wir beide uns mal hinsetzen, mal ein bisschen sprechen über Scooter Center, ja. Über dich, über die Rollerwelt, über das, was so los ist, was so, also ähnlich wie, da, wie wir das mit Markus gemacht haben. Da müssen wir jetzt mal gucken, wann wir das machen. Aber das, holen ist, wir nach. Das ist natürlich jetzt. Ich denke mal, das interessiert die Leute auch noch. Sehr viel Interesse. Ich werde, wenn ich jetzt nochmal darf, gerne nochmal mit der Kamera einmal komplett reingehen. Fühl dich wie zu Hause. Und das für euch mal da draußen filmen, dann machen wir mal ein 23er Vespa-Pörnchen und zeigen mal alles das, was wir hier so haben. Aber ganz ehrlich, wer sich das kauft, weiß, worauf er sich einlässt und da gibt es auch kein Tun und weiß ich nicht, da weißt du, dass du was dran zu tun hast. Ja. Da weißt du, dass du, das muss man nicht schönreden. Ja, ja. Das ist eine Baustelle. Ja, ja. Ne? Egal. Mehr, die eine mehr, die andere weniger. Ja, aber wenn du dir überlegst, was du für einen gebrauchten Sprintlinker mittlerweile bezahlst bei, klar, eBay. Ne? Du, wir haben letztens noch einen gesucht, weil wir Innenleben nachbauen lassen wollten, haben wir 250 Euro bezahlt. Der war geschweißt. An der Hebelaufnahme. 250 Euro für einen gebrauchten, geschweißten Lenker. Weil wir keinen hatten. Ja? Musst du überlegen, bist hier Rollerladen, hast keinen Sprintlenker. Kaufst den bei eBay. Also, ja, aber das geht gar nicht. Ja, aber das ist genau das, was es geht. Ne? Allein wenn du, allein die Teile, die da dran sind, sind ja, ja schon, wenn du die separierst und schlachtest, was natürlich Quatsch ist. Ja, wäre. Und die Papiere und Fahrgestellnummer und alles. Ja, ja, brauchen wir nicht drüber, ja, sprechen. Wie gesagt, die TPX sind ja auch schon in dem Bereich. Nee, keine Ape. Nein. Hör auf. Immerhin, hast du gehört? Ja, ja. Nee, keine Ape. Nee, obwohl Ape mit einem schönen Smallframe-Motor drin. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ich habe echt, ich weiß nicht. Als ich jetzt die Spouser gebaut habe, musste ich aus der Garage rausräumen, damit ich drin arbeiten konnte. Gut, dass es nicht geregnet hat und dann abends wieder alles rein. Das ist echt kein Zustand. Das ist der Giovanni, der die Ape fährt. Der, ja, ist jetzt bei uns seit, glaube ich, 2 Jahren Italiener. Ja. Der ist so durchgeknallt, der Typ, der hat alles. Der fährt die Ape, Sprint, PX, kompletten 100% Elektroroller, dann diese Street-Scooter, wo man so drauf steht, ja, so mal ein Teile, einen Gilera Runner 180, dann irgendwie so noch so eine 50 Kubik Automatikroller, so ein Scheißding. Und der brennt, der fährt nur Roller oder diese komische Ape bei Wind und Wetter. Also jetzt, wenn es regnet, manchmal die Ape. Und ansonsten ist der so durchgeknallt und der hat die Roller heute ausgeladen und du saßt richtig, der hatte die Tränen in den Augen. Und ich habe nur gesagt, du packst die nicht aus, weil der wollte alle auspacken. Ja? Der hätte am liebsten sofort angefangen mit einem Dampfstrahler und freilegen Dreck runter. Da sag ich gesagt, Giovanni, ich weiß, dein Herz geht hoch, aber jetzt schnell raus damit. Und da muss man dann sagen, das kannst du da nicht, das ist ja Arbeitszeit von Mitarbeitern, das muss ja dann auf die Kacke umlegen. Ja. Das ist ja dann Quatsch. Ja. Na, ich verstehe das ja auch. Wir waren ja alle heute Morgen, ja, kannst du dir vorstellen, alle gucken aus dem Fenster raus, alle nach unten, Kippe an, was kommt denn da? Ja, weil ja, ja, wusste keiner. Wir haben gedacht, die kommen morgen oder übermorgen. Und ja, war halt hochspannend, weil wie gesagt, es war die Katze im Sack. Ne? Wir wussten nicht, was da kommt. Alles gute Originalzustände. Kann man sich drüber streiten, wie gut und wie original die ein oder andere Kiste. Ja, gut. Aber da, also ganz ehrlich, okay, dann, oh Gott, das, manchmal denke ich mir, dann ist da bin ich die selbsterfüllende Prophezeiung. Ich sage auch noch, ich muss mal gucken, ich versuche das mal reinzuschneiden. In irgendeinem Video habe ich das gesagt, dass ich mal Bock auf einen Oldie hätte, aber nicht jeden Oldie, so speziell Oldie, und jetzt hast du ihn. Okay. Ja. Also die Frage, es sind 23, weil ich gucke mir gerade die Schilder an, 6 von 23, 19 von 23, also sind nicht 24, sondern 23 Euro. 23 Euro, ja. Okay. Genau. Gut, dann mache ich jetzt mal ein Pörnchen. Und nur falls die Frage kommen sollte, wenn die verkauft sind, ob wir nochmal kaufen, wissen wir nicht. Und was da kommt, wissen wir erst recht nicht. Nur weil, ne, das, ja, ist ja so die normale Frage, was ist beim nächsten Mal dabei? Ich weiß auch nicht, ob wir es nochmal machen. Muss halt, wir wissen ja jetzt, dass die Definition von ihr kriegt gute Ola-Roller, ja, eine erhebliche Bandbreite, ja, und Spannbreite, ja, hat. Ne? Und ich habe dreimal angeboten, ich komme zu dir, also irgendwann, als ich Angst um das Geld hatte, habe ich es dann noch häufiger angeboten, bloß mit etwas mehr Nachdruck, und es wurde verneint. Also sie wollen nicht, dass man vor Ort aussortiert, sondern man kauft das Paket und dann heißt es friss oder stirb. Okay, ich meine, ja, alles gut. Aber das wird interessant. Okay, machen wir mal Oldie. Ja, cool, freue ich mich. Alles klar, gut. Ja, dann, ja, wie gesagt, ganz anders gelaufen als geplant. Dann trotzdem danke, dass wir hier sein durften. Sehr dann gerne. Guckst du bitte in deinen Terminkalender, weil wir den Rest machen. Ja. Jetzt kommt erstmal Kalka. Genau. Da werden wir uns erstmal in Kalka ein bisschen bespielen. Wenn ich das Video jetzt, ich guck mal, dann schneide ich das vielleicht morgen Vormittag. Dann wird das online gehen. Dann ist das aber vor Kalka raus. Jo. Können die Leute dich dann in Kalka ansprechen? Ja, ja, klar. Wir werden wahrscheinlich auch ein oder zwei Roller mitnehmen nach Kalka. Einfach um zu zeigen, dass die Leute, mein Sohn, weißt du, wenn du das jetzt siehst, auch im Film, denkst, ja, du, ja, mal so, ah, du willst dich einfach mal drunter legen, willst einfach mal wackeln, wie kaputt sind die Dinger jetzt. So, okay. Und wir haben gesagt, wir nehmen einfach ein, zwei Roller mal mit. Ja. Einfach, Kalka, ne, ist ja eh
Quatsch, Spaß haben, klönen, gucken, runtersprechen und da kann jeder mal so richtig über die Kackkisten abladen. Ja, aber es ist, ganz ehrlich, wenn ich mir PX angucke, die hier kommen, wo es heißt, die sind restauriert, die sind im Top-Zustand und dann baue ich die auseinander und habe mir die angeguckt, da schlägst du die Hände im Kopf zusammen. Ja. Und wir haben also ganz, ganz viel. Wir haben einige Kunden hier im Umkreis, die haben sich alle 4BBs aus Vietnam gekauft, also alle so richtig schön, weiße Sättel, Weißwandreifen, in Pink, in Blau und dann... Ne? Hält also, kein Magnet dran. Ganz genau. Und dann Vater, also Mann und Frau, das als Pärchen 125er und so weiter. Was für ein Kernschrott. Ja, alle neu lackiert, aber... Unten drunter und zusammengeschraubt, so übel alles. Also und pass auf, und dann hast du schon viel Geld bezahlt und fängst dann trotzdem an. Die haben alle 5.000 bis 6.000, ja, weil die alle gedacht haben, restauriert. Genau, und dann fängst du aber trotzdem an dem Stand an, weil dann holst du den Spachtel nämlich runter. Dann holst du die Leute, die sowas kaufen, die haben ja meistens gar keine Ahnung. Die haben nicht die Connection, das heißt, die gehen zum Vespa-Händler und sagen, hier, ich habe ein Problem damit. Und der Vespa-Händler sagt, Schaltroller, habe ich nichts mit zu tun. Nee, kann ich gar nicht. Ich bin raus. So, und dann fängst du an, verzweifelt jemanden an zu finden, der bereit ist, so eine schlecht gemachte, restaurierte Kiste theoretisch eigentlich wieder komplett zu zerlegen und wieder bei Null aufzufangen. So, und dann legst du halt nochmal 1.000 Euro oder 2.000 Euro hin. Kommst du nicht mit hin. Weil du musst ja erstmal den ganzen Scheiß, der gemacht wurde, runterholen, um dann bei Null anzufangen. Ja. Und das ist ja genau der gleiche Zustand wie da, nur das ist halt, dann sieht die Sau, die ins Schlachthaus getrieben. Da waren Kabelbäume dabei, das ist unfassbar. Ich habe schon Kabelbäume aus Rollern geholt, die waren aus Isolationsverdrahtung aus dem Haus, also aus NÜM-Leitung gemacht. Ja. Hör auf, ey. Nee, gut, alles klar. Gut, Kevin. Ulf, du sagst mir Bescheid, ob Silber oder Gelb wird. Ja, und wir drehen jetzt nochmal eine Runde durch die Heiligen Hallen und dann vielen Dank. Gerne, wir sehen uns. Wir machen den nächsten Teil dann mal anders mal. Ja, jetzt wird's Oldie. Gut, jetzt wird's Oldie. Alles klar, ich viel Spaß. Bis dann, ciao. Doesn't matter where we go in destination or no. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now, I'm in it. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. When I want it, then I want it, yeah, I want you. Everything stops when you move like that. And I wanna get in close to you. It's what I'm gonna do, cause right now I'm in it. I feel kinda dizzy when I'm staring at you. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby. Care about the bad shit back home.